herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse. Heute wollen wir uns die Akkordkombination D-Dur, F-Dur anschauen. Ja, ich hoffe, der F-Dur-Akkord ist inzwischen klar, auch das mit dem Barré, dass das schon ganz gut geht. Und eben jetzt wollen wir uns heute mal diesen Akkordwechsel genauer anschauen zwischen D-Dur und F-Dur. Weil wir den dann auch für den Song House of the Rising Sun benötigen. Ich hole die Kamera wieder ran und dann bis gleich. So, also wir haben D-Dur und wir haben F-Dur. Ja, was ist jetzt bei dieser Kombination zu beachten? Wir haben D-Dur und wir haben F-Dur. Ich weiß nicht, ob dir euch aufgefallen ist, was meine Finger machen. Hier gleiten der Mittel- und der Ringfinger wie so auf so zwei Schienen wieder hin und her. Das ist hier ganz, ganz wichtig, dass diese Bewegung klar ist. Ja? Weil wir ja immer von der tiefsten Seite anfangen anzuschlagen, also klanglich tiefsten Seite. Das wäre in dem Fall die Seite, die der Ringfinger greift. Wenn wir jetzt von D-Dur kommen und machen Folgendes, dann geht das ewig, bis der Ringfinger auf der Seite sitzt. Und das heißt, wir können dann auch nicht weiterspielen, solange der nicht auf der Seite sitzt. Wenn wir jetzt das aber so machen, dass wir ganz bewusst Mittel- und Ringfinger parallel hoch und runter bewegen, dann habe ich zum einen schon mal zwei Drittel vom Akkordwechsel sozusagen erledigt. Und das zweite ist, wir haben die beiden tiefen Seiten, also die D- und die G-Seite jetzt, bezogen, also die tiefen Seiten bezogen auf den F-Dur-Akkord, haben wir schon mal weg. Ja, das heißt, wenn wir zupfen, können wir schon mal anschlagen, obwohl der Zeigefinger noch gar nicht auf den Saiten ist. Ja, der muss dann erst danach kommen. Und deshalb ist diese Bewegung erstmal ganz wichtig. Also nur hoch und runter schieben. Versucht den Druck zu reduzieren, Schulter, Ellbogen locker hängen lassen, vor allem den Druck im Daumen reduzieren, wirklich nur versuchen, dass der Druck aus den Fingern kommt, dass die Finger möglichst nah an den Bünden sitzen, damit man den Druck auch entsprechend reduzieren kann. Und wirklich, wie so oft so zwei Schienen, so als ob die beiden Finger miteinander verbunden wären, die Finger hin und her bewegen. So, jetzt nehmen wir den Zeigefinger dazu, also D-Dur und jetzt F-Dur und wieder D-Dur und F-Dur. Ohne Druck erstmal nur die Finger bewegen. Langsam hin und her bewegen und versuchen, alle drei Finger immer gleichzeitig aufzusetzen. Thank you.
Und gut, soweit. Ja, ich hoffe, der Wechsel ist jetzt vom Ablauf her soweit klar, dass der jetzt nicht unbedingt sofort mit allen drei Fingern gleichzeitig funktioniert, ist völlig klar. Schau dir das Video einfach noch ein paar Mal an und mach die Übung mit. Aber es wird jetzt auch dann als nächstes Tutorial eben noch ein Bootcamp dazu geben zu diesem Akkordwechsel. Von daher gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, da mitzuüben und einfach den Wechsel zu üben. Und dann wird der Wechsel bestimmt bald klappen. Ja, falls das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden, genauso bei Twitter oder Facebook. Oder komm auf meiner Homepage vorbei, www.mats-gitarren-kurse.de. Über Wünsche, Kritik und Anregungen würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Und tschüss.